Hier sind wir wieder bei Daisy Standalone. Betty und Tom. Ja. Kam ja schon spät, mein Freund. Hast du so einen Leck oder was? Nee, ich hab nur gewartet. Gut. Wir sind jetzt hier in einer Baustelle schon mal angekommen. Und gucken mal, was hier rumliegt. Aber ich denke mal, hier wird auch nicht viel sein. Bist du schon oben gewesen? Ja, hier ist eine Sprühdose. Okay. Ich bin erste Etage jetzt. Ich werd's mal ganz hoch. So, zweite Etage. Wird eine Orange. Sprühdose und eine... Ey, eine richtige Orange. Wir mal snacken. Oh, eine Spitzhacke. Los, lass Minecraft zocken, Alter. Heik, auch schon mal gehabt. Eine Pistole rum. Eine CR-75. Ah, nehme ich erstmal mit, scheiß drauf, hab ja Platz. Nee, Alter, alles was mit CR7 zu tun hat, muss weg, Alter. Ist ja CR75, nicht CR7. Ja, ist egal. So, ich bin wieder unten. Oben Banisch, aber. Nö. Spitzhacke liegt hier unten rum. Na, hier ist auch gar nicht echt. Und lass zum Büro-Gebäude ballern. Was, ey. Hast du mittlerweile in den Städten eigentlich stabilere Frames? Na, um die 30. Ja, trotzdem, wo es um die 30 beim Aufnehmen mit Traps halt. Teilweise 40, aber... Ist einfach DayZ, ist einfach für den Arsch. Ist einfach so, wie es ist. Ne, hier außen rum, oder? Ach, über den Hof, Junge, über den Hof. Keine Sau. Und nicht mal Zombies. Tür ist auch zu. Man darf auch nicht vergessen, man, das ist eigentlich Tscherno, also das war mal hier Kriegsgebiet Nummer 1. Ja, war. Das ist eigentlich traurig, das ist eigentlich echt traurig. Auf jeden Fall. Liegt eine Daunenjacke rum. Ach, was willst du mit der, Potten Hässli? Kannst du anziehen, wenn du willst. Nicht jetzt wegen jedem Scheiß sagen, was hier rumliegt. Brauchst du 45er ACP-Muni? Ja. Ja, liegt da. Na, die brauchst du da auch. Nee, ich brauch 9 mm. Für die 1911er? Nee. Die hab ich da weggeschmissen, die war da ruined. Achso. Paper ruined. So, ich möchte jetzt mal eine neue Waffe finden, bitte. Alter, wie die Frames wegbrechen, ist ja unglaublich hässlich. Defibrillator braucht immer noch kein Mensch. Ja, auf dem Dach ist irgendwie auch nichts. Hast du schon eine Etage drin? In der ersten? Nee. Du bist du erst Dach gegangen? Okay. Ja, hier ist auch gar nichts. Liegt hier unten drunter? Sonnenbrille. Sehr interessant. Gut, die kommen wieder runter. Warst du schon in der vorletzten Etage? Ich war jetzt schon überall, ja. Okay. Ich muss noch kurz hier was einstellen. Das ist ja hier völlig zum Kotzen. Ich hab schon alle... Das kann gar nicht sein. Das Spiel ist so blöd. Schatten noch runter. Und, schwierig. Geht echt gar nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so sein wie DayZ? So. Trotzdem noch scheiß Frames. Versteht nicht. Kann, also ist einfach Blödsinn. Liegt an DayZ. So, wohin jetzt? Feuerwehrstation? Jo. Krankenhaus? Schule? Sind nicht irgendwie nebenan in so eine Werkshalle? Gehen wir erstmal. Na klar. Ah, follow.
I'll follow you. Die ist offen. Ja, ist immer offen. Sicher? Ja. Ah, du alter Daisy-Noob. Das liegt doch nicht, ich spür nicht so oft wie du. Ich check die Häuser auf der anderen Straßenseite aus. Oh yeah, Munition für meine Shotgun. Sehr, sehr geil. Hier ist noch mehr Shotgun-Muni. Wo denn, nimm mit? Kann ich nicht, kein Platz mehr. Wo aber denn? Es sind nur zwei Schuss. Ja, ist egal. Zwei Schuss und zwei Tote. Combine. Ah, nehme ich hier Stack mit 13. So. Bin im roten Haus. Okay, Mami. Ist aber gar keiner, ist echt gar keine Sau, Alter. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Weapon Flashlight, auch kein Mensch. Ja, ich will mal wieder so eine richtig schöne Schießerei wie damals auf dem Schiff, Alter. Das war geil. Das war echt richtig geil. So, nehmen wir um mit. Du bist gerade im roten, ja. Im grünen Haus. Jo. Doch. Im roten. Da wo offen ist. Jo. Ist das rotes Haus? Ich sehe gar nicht, so ist das grün. Du bist auch in ihr gegangen. Ja, wie sieht das rot auf jeden Fall. Aussieht. Meinst du dieses Cornflakes-ähnliche Haus? Warte. Ja, rot, genau. Du bist im grün, ja? Nee. Dann nicht. Wird die Straßenseite wechselt, nicht wundern, ja? Ja, beruhige dich. Dass du wieder Angst kriegst, so wie Steffen immer. Oh, Polizeistation, da geh ich hin, Alter. Tu dies. Steffen meinte, da kann man vielleicht eine MP5 finden. Eine MP5. Okay. Nein, eine MP5. Okay. Und Boss hier liegt wirklich eine Mosin. Bossen. Echt jetzt? Warte mal, nicht in der Polizeistation, sondern in dem Restaurant. Ah ne, ist ein Baseballschläger, also ist so aus. Kannst du daraus schlitzen vielleicht? Mit der neuen Patch. Do it yourself. Do it yourself Patch. Hat wäre auch geil, oder? Wenn du die ähnlich wie bei Nether Waffen zusammenbauen könntest, die dann halt, weiß ich nicht, aus einem Rohr und einem Spaten und einem pistolenähnlichen Griff. Wäre schon lustig, ja. Das wäre sehr spaßig. Ich könnte mich kaum halten vor Spannung. Oh ja, das wäre mehr Spaß, als ich vertragen könnte. Und Spannung. Und Spiel. Aber auch Spaß. Und Schokolade. La, la, la. Oh, so, eine Dose. Was haben wir denn hier? Eine Shotgun. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh yeah. Bitch. Hier ist ein Snap-Loader für dich in der Polizeistation. Hab schon zwei. Zwei. Jutsch. Mehr brauche ich nicht. Na und? Zwei Schuss sind zwei Tote. Ja, ach, ist, da Muni, ist da Muni dran? Ja. Dann komm ich. Und ich hab ne Mosin gefunden. Echt jetzt? Ja. Arschloch. Wollte die doch eh haben. Gibst du mir dann deine Muni? Ja, das mag ich nämlich. Willst du meine SKS nun haben oder? Nee, erstmal nicht. Wenn du bis 10 Schuss hast, bringt mir das nicht. Was ist denn hier noch? Irgendwo hier liegt noch Muni für die Shotgun, siehst du? Na sag doch, war der Snaploader in der Polizeistation. Nee, hier ist aber noch, Etage. Na, ich bin ja unten, da sind nochmal 10 Schuss extra. Ach so, unten habe ich noch nicht durchsucht. Na, I'm saying, bitch. Nein, warte, erstmal die Shot, die. So. Alter. Bist du krank oder was? Hör bloß auf mit der Scheiße. Nee, ich huste nur. Ich hab einen trockenen Hals. Ich
Mich würde ja auch mal interessieren, jetzt mal an die Abonnenten, an die Community, ob wir mal einen Livestream machen sollen, Tom. Bei Twitch zum Beispiel. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben? Würden wir dann vielleicht mal einen Angriff nehmen? Oder? Ja, okay. Ja, okay. Wo bist du? Nee, ja klar, auf jeden Fall. Draußen? Ich bin gerade unten in der Polizeistation. Ja, da habe ich schon alles ausgelootet. Ich drop dir die Muni hier vorne. Du oben noch, oder was? Hier draußen. Boah. Hier liegt Muni, ja? 40 Schuss. Liegt da Muni hier, meinst du? Vor hier. Dir? Hier liegt Muni, ja? Hier liegt ja. Muni? Ja. Alter, hier liegt uns die Muni, Junge. Sag ja. Ach du Scheiße, stimmt ja. Warte mal, was holt denn jetzt weg? Das war gerade ein megamäßig komisches Feedback irgendwie. Willst du einen Salinberg haben? Gehst du davon aus, dass du stirbst? Grundsätzlich erstmal nicht, nee, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, relativ gering ist. Okay. Bist du sicher? Ja. Bist du wirklich sicher? Sag, die Chancen stehen gerade gut. Auf jeden Fall. Ja. Erstmal ich hab in nämlich schon ewig keine First Aid Kit mehr gefunden. Hier rüber ruppen. Versuch, dann geh du ins Krankenhaus, ich check das Backsteingebäude aus. Ja, klar. Ich will da nicht erzählen, dass hier nichts los ist, Alter. Ja. Braucht man für irgendwas ein Seil, außer für den selbstgebauten Rucksack? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag Steffen. Ah! Nicht verstanden, ne? Wen soll ich fragen? Steffen kenne ich nicht. Hast du nicht verstanden, ich, ne? Kenne nur Seehit. Seehit. Der war auch geil. Boah, Alter, krassen Feuerlöscher. Geilo! Hier ist ein Nothing. Gut. Na dann zur Feuerwache. Oh, nein! Alter. Sag mir nicht, du bist irgendwo runtergefallen. Na, vom Krankenhausdach bin ich runtergefallen. Sag mir nicht, dass du jetzt tot bist. Alter, ernsthaft? Na, spawn schnell, dann kommst du wieder her. Vielleicht zeig deine Sachen Scheiße. Und die Umgebung retten. Oh nein. 30 Sekunden. Und ich sag. Oh, Patty, Junge. Ich dachte, an der Kante, nur dass jetzt die Leute verstehen, warum ich an die Kante gelaufen bin, ist so ein Blitzableiter zum Unterklettern, weißt du? Wie beim Rathaus. Aber ich bin dann einfach einen Schritt zu weit gelaufen. Bei dir ist alles ruined, Alter. Außer das, was im Rucksack ist. Das ist natürlich geil. Och, Patty. Ey, wo bist du? Wo bin ich denn gespawnt? Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin bestimmt irgendwo am Arsch der Welt. Tja, so ist es in der Standalone. Da sind keine Länder an Dächern dran, ne? Dass man da irgendwie, ne, und so. Na, in der Polizeistation haben sie jetzt oben ihr Länder aufgepatcht. Naja, wäre schön, wenn die woanders noch gewesen wären. So, dann check ich jetzt hier alleine die Feuerwehrstation aus. Ah, what the fuck, Alter. Ich kotze mich natürlich richtig an jetzt gerade. Was, wo bist du? Bist du mitten auf dem Feld irgendwo, oder was? Nee, ich bin hier bei irgendwelchen Häusern, aber ich weiß noch nicht, wo ich bin. Ich muss gerade looten. So. Ich seh schon, komm, du bist irgendwo in Krasnostav oder so eine Scheiße. Jetzt sieht fast so aus, ja. Ach, Scheiße. Wah, 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 wah. Ja, das musste ja passieren. Na, vor allem ist es auch klar, dass dir das passieren musste. Ja, warum? Nur weil ich mal so einen Kran runtergefallen, wo ich nicht mehr runtergekommen anders. Ey, das war noch Zeit. Wisst ihr noch, wo wir am Hafen waren?
Und die auf so einem komischen Kran waren. Ja, mega lustig. Ja, total super lustig. Hashtag funny, Hashtag best moment of my life, Hashtag 2014. Hashtag, Hashtags sind kacke. Nee, gar nicht, die machen schon Sinn. Ah, what the fuck, Alter, ey. Piss mich das jetzt an. Ja, ich glaube, er wird erstmal eine Schmidt-Loot zurückholen, also kannst du schon mal irgendwie weitergerufen, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Alter, Patty. Warten. Weißt du, was ich gefunden hab? Weißt du, was ich gefunden hab? Was denn? Ein Protector Case. Oh nein, Alter. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Das und das auch noch in Pristine. Echt nice. Ja, die Feuerwehrstation ist dafür einfach genial. Ich hab mir da fast ein Bein gebrochen. Und eine FNX. Oh Mann, Alter. Damals kommt man in der Scheune mal einen Crossbow finden. Heutzutage nicht mehr. Und First Aid Kit. Cannot load material file, Maul. Leck. Alter. Alter, what the fuck? Was los? Hier was ist los? Ein Hirsch. Ja, ich weiß, beruhige dich. Mit dir Weih und so. Ja. Den unboxen? Der geil. Den boxen. Alter, komm her, der rennt vor mir weg. Na logisch rennt der vor dir weg, Mann. My leg is painful. Ja, ist krass, wenn sie irgendwann später noch so einbauen. Du hast so eine schwere Wunde und die hat sich so entzündet, dass man nicht amputieren muss und dann brauchst du jemanden, der dir beim Amputieren hilft und so eine Sachen. Ja, dann hast du eine Prothese und so. Ja, das wäre voll krass. Nee, ich sag, geiler wär, wenn du ein Zombie wirst. Und dann hast du, sag mal... Das wäre auch geil. Und dann wäre halt saugeil, also stell ich mir jetzt so vor, du hast dann halt eine Stunde die Chance, einen Survivor zu killen und wenn du den killst, bist du wieder mit deinem Equip gespawnt, also auf deiner Leiche, wo du halt lagst. Wäre auch nice, ja. Aber dann wäre glaube ich einfach nicht mehr, damit alle sterben wollen, um Zombie zu sein, glaube ich, um Leute zu killen. Also dann wäre der Survivor-Instinkt ja nicht mehr da. Aber geil wäre auf jeden Fall, ja. Oder du bist halt so lange ein Zombie, bis dich halt jemand killt und dann kannst du erst wieder spawnen. Zum Beispiel. Ja, dann ist aber auch doof, weil dann rennt jeder nur noch rum und sagt, kannst du mich mal bitte töten? Na, der kannst ja nicht sprechen. Manche meiden ja die Zombies auch. Manche? Manche. Du, Patty, jetzt hier, find mal raus, wo du jetzt bist. Ich hab keine Ahnung. Na, hast du nicht irgendwo ein Straßenschild? Nein, ja, hätte ich doch schon gesagt, wo ich bin. Du bist so ein Orientierungs- in dem Mittel auf... Ja, du spawnst in einem Dorf, auf einem Hügel, auf einem Feld, ohne Namensschild und willst mir sagen, dass du wüsstest, wo du bist. Das kann ich dir aber versichern, Alter. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nach 300 DC-Stunden geht's soweit. Das glaube ich nicht. Willst du mit mir? Ey, ohne Scheiß, hier ist kein Mensch. Die Zombies stehen hier wo noch sind rum. Sind die denn alle? Ich weiß es nicht. Die haben alle Schiss, ohne Scheiß. Alle Schiss. Oh Mann, ey. Die Soundbugs gibt's immer noch, voll ätzend. Hashtag, wer macht denn sowas? Hashtag. Aber ich hab eine neue Militärjacke gefunden. Okay. Die heißt Gorka E Military Uniform Jacket. Ja, schön. Hübsch. Ich hab eine braune Asi-Hose an. Du lachst. Jedem, wie er am besten kann. Du lachst noch. Wir sehen uns im nächsten Part von Daisy, wenn ich ungefähr wie ich bin und euch sagen kann, wo ich hin muss. Bis dann, ciao!
tonight, the creatures came and took me.